Und da sind wir auch schon wieder, meine Freunde. Wir sind in Insel der Eroberung gelandet. Diesmal als Hordenspieler. Das ist auch sehr interessant. Ja. Dann schauen wir natürlich auch einmal, wie es hier weitergeht. Wollen wir natürlich auch einmal gucken und testen. Wie gesagt, am Gear hat sich jetzt nichts gemacht. Das Einzige, was ich jetzt kurzzeitig gemacht habe, war einmal die 100 Arena-Punkte umzutauschen in 2000 Ehre. Heißt, wir haben jetzt 21.000 Ehre. Würde bedeuten, dass wir jetzt dann so gesehen uns zwei epische Edelsteine kaufen können. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr das machen könnt, das zeige ich euch dann ganz einfach einmal. Ihr müsst, wenn ihr Allianzler spielt, einmal nach Sturmwind und in Sturmwind hier hinten in der Altstadt, wo hier schon der Brigadegeneral der Allianz ist, hier hinten auf der rechten Seite, wenn ihr reinlauft, der zweite NPC auf der zweiten Seite müsste das sein, habt ihr einmal die Rohedelsteine, die ihr euch kaufen könnt. 10.000 Ehre sind dann orange, lila, grün und 20.000 Ehre ist dann gelb, blau und rot, die ihr euch dann kaufen könnt. Dann schauen wir natürlich einmal, wie wir uns jetzt hier schlagen. Let's rock and roll. Richtig, let's rock and roll. Wir ziehen natürlich auch einmal unsere Armee der Toten wieder. Irgendwie haben wir hier ein paar wenig Spieler, finde ich. Wir sind hier nur Melees. Wir haben keine Heiler. Das ist irgendwie nicht ganz so geil, muss ich ehrlich gestehen. Ja? Zap, wupp. So, zap, wupp. Die cursen uns natürlich einmal. Wir kommen aber irgendwie gerade nicht ran. Wir silenzen den Parler einmal. Wir können hier noch einmal. Der ist in die Bubble gegangen. Wir können hier noch einmal silenzen. Zap. So. Herr Priester, wir haben auf jeden Fall unseren SM-Krieger dabei. Das ist sehr geil. Du wirst auf jeden Fall nochmal geslowt, mein Freund. Wir trinketen das direkt mal. Wir grippen dich nochmal zurück, dass du auf jeden Fall auf keine falschen Ideen kommst, mein Freund. Und dann haben wir auf jeden Fall hier schon einmal die Seite geklärt. Dann können wir hier vorne noch einmal gucken, ob wir hier vielleicht noch einmal rein eskalieren können. Du hast ihn dort. Du wirst da komplett gerade ignoriert. Aber ich gehe jetzt da drauf. Zap. Wupp. Na. Finde ich jetzt nicht ganz so geil, mein Freund. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der Parler, der haut da ab. Du kriegst erstmal eisige Ketten. Kriegst hier nochmal einen Dot. Zap. Ich habe das Gefühl, dass wir auf jeden Fall hier gegen eine Bot-Gruppe spielen. Klar gibt es hier auch ein, zwei Ausnahmen, wie beispielsweise der Priester, der mir auf jeden Fall weniger botmäßig ausschaut. Wir können da einmal unser Death und Decay hinlegen und schauen, dass die da auf jeden Fall keine schöne, rosige Zeit haben. Ah. So. Wir können hier einmal unsere Cooldowns reinziehen und gucken, ob wir hier ein bisschen Spaß haben können. Wir schauen einmal, ob wir hier irgendwas an den DK, HDK sei schon, an dem Parler hier ausrichten können. Aber irgendwie kommt da kein Schaden rein. Ich verstehe es ehrlich gesagt aber auch nicht. Wir wurden auf einmal auf Range gestunt. Das soll uns jetzt ehrlich gesagt nicht so hart interessieren. Wir gehen jetzt einfach auf den Priester. Oder ich wollte auf den Priester wechseln. Aber wir haben hier jetzt auf jeden Fall unseren Pala, der hier ein bisschen Ärger machen will. Du wirst auf jeden Fall mal gesilenced. Du wirst noch gefreezed. Wir werden jetzt auf jeden Fall einmal hart penetriert. Das ist auf jeden Fall nicht ganz so geil. Jetzt haben sie auf jeden Fall Bock auf mich gehabt. Da war auf jeden Fall der Hexer. Ah, der Parler, ja, keine Ahnung, ist halt Parler. Ja. Da muss ich halt sagen, Paladin Heiler, der ist auf jeden Fall stark, also sehr stark, vor allem auch im PvP sehr stark, wenn er halt in Anführungszeichen durchcasten kann. Kann er es halt nicht, ist er halt ja, nützlich wie ein Stück Toast ohne Toast. Ja. Dementsprechend müssen wir da auf jeden Fall immer gucken, dass wir hier schauen, dass der Paladin jetzt nicht so durchnuken kann, dass er halt immer ein bisschen Trouble halt hat. So. Wir schauen auf jeden Fall, dass wir hier mal ein bisschen Trouble an den Boys hier mal anbringen. Da ist auf jeden Fall der Heal-Paler.
oder was auch immer das gewesen sein soll. Wir können hier auf jeden Fall unsere Dots einmal refreshen, können hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen Trouble machen. Am Army of Death hat noch ein bisschen Cooldown. Heißt, wir müssen auf jeden Fall so ein bisschen Damage reindrücken. Aber hey, auch der Kollege ist hinüber. Ich habe keine Ahnung, was sein Begehr war, aber auf jeden Fall ist auch der Kollege tot. Kills technisch sieht's naja aus, Damage technisch sieht's ebenfalls naja aus, aber hey, irgendwie läuft das ja für uns und das ist die Hauptsache. So, du kommst erstmal ran, Kollege. Ah, so, zap. Zap, wir gehen dann einfach mal direkt auf den Heal-Parler, können mal gucken, ob wir den irgendwie geplättet kriegen. Wir sind auf jeden Fall einmal gefeiert. Das ist jetzt nicht ganz so geil. Wir versuchen hier irgendwie mal wegzukommen. In der Hoffnung, ein bisschen Damage zu absorbieren. Du bist auf jeden Fall tot, mein Freund. So, zap. Können hier auf den Priester einmal. Haben unsere Dots gespreadet. Der Priester kriegt nochmal ein Silence für 3 Sekunden. Damit sollte der auf jeden Fall tot sein. Sehr schön. Gehen auf jeden Fall nochmal in die Backline von uns, um zu gucken, dass wir auf jeden Fall hier ein bisschen Heilung kriegen. Unser Pet wird angegriffen. Beziehungsweise unser Pet geht hier ein bisschen enraged. So, zap. Pets. Der Pet hat auf jeden Fall ein bisschen Damage gemacht. Du wirst erstmal runtergegrippt, Kollege. Du hast auf jeden Fall keine schöne Zeit mehr. Ah, so, zap. Aber auch das soll uns nicht davon abhalten, ihn einmal zu looten. Ich würde jetzt gerne bitte einmal Outfight kommen, dass ich auch gerne wieder einmal aufmounten möchte. Das wäre eine Sache, die wäre mega geil. So, wir gehen einmal hier auf den Hunter, können hier einmal unsere Dots spreaden, können hier noch einmal drauf. So, zap. Der Fake Death, der hat leider nichts gebracht, mein Freund. Zap. Können hier einfach weiter auf den Hunter durchtunneln. Zap. Da ist auf jeden Fall wieder der Heal Parler. Auf dem gehen wir natürlich direkt auch wieder. Zap. Er ist auch wieder tot. Hier ist der Disziplinpriester und auch er ist tot. Was auch immer der Heal-Parler sich dabei dachte, mit 13.000 HP ins BG zu gehen, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Was ich aber weiß, ist auf jeden Fall, dass das reinster Suizid ist. Und ich habe auch so die starke Befürchtung, so wie der Kerl da läuft, dass das auf jeden Fall. Ja. Na, also. Ist genauso wie der Kollege hier, also der hat auch einen sehr weirden Laufweg, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so, ich weiß ja nicht, mein Freund, ich weiß ja nicht. Und surprise, surprise, es war weder der Paladin, dementsprechend schauen wir einfach mal. Wir sind auf jeden Fall meines Erachtens nach echt good to go unterwegs. Jetzt würde ich gerne halt nur mal wieder Outfight kommen. Ich verstehe es halt nicht, warum jeder schneller Outfight kommt, außer meiner einer. Das ist so eine Sache, die ich gerne vorher verstehen wollen würde. So. Da tappt auf jeden Fall jemand. Du wirst erstmal zurückgegrippt, Kollege. Du brauchst es erstmal gar nicht zu versuchen. Zap. Wir ziehen einfach mal unsere ganzen Cooldowns rein. So, zap. Wenn du trat eh. Dingsmaß, können wir hier einmal Armee der Toten ziehen. Ah, so, zap, 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 zap. Und irgendwie ein Leck. Sehr interessanter Leck. Du wirst einmal reingegrippt. Zap. Wupp. Ah, du wirst auf jeden Fall nochmal geslowt. Kriegst meinetwegen noch einen Silence. Dann kannst du auf jeden Fall nichts machen. Du ziehst auf jeden Fall deine Deterrence. Die interessiert uns relativ herzlich wenig. Normalerweise dürfte der Hunter während der Deterrence eigentlich gar nichts machen dürfen, aber er hat halt trotzdem gemelee-hittet. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die auf jeden Fall man mal vielleicht untersuchen sollte. Ja. So, wir haben auf jeden Fall gerade irgendwie gar nichts groß am Start. Vielleicht können wir noch den Deka mit ins Grab nehmen. Ja. Aber der hat aber auch mehr Glück als Verstand. Ja. Weil, ja, aber auch er tickt hier relativ gut runter. Er hat auf jeden Fall sehr viel Glück, dass da auf jeden Fall mehr Leute von ihm waren als von uns. Da ist auf jeden Fall wieder der Heal Parler. Ich verstehe es halt nicht, warum die Leute nicht darauf gehen, weil sobald der Heiler tot ist,
sind die halt auch dann relativ schnell tot. Ja, im Großen und Ganzen ist das BG, trotz dessen, dass wir jetzt noch 1:40 übrig haben, doch relativ gut. Bonus-Ehre sind wir auch dabei. Kills-technisch sind wir relativ gut dabei. Damage-technisch könnte es natürlich noch ein bisschen mehr sein, meines Erachtens nach. Da müsste man aber auch halt wiederum sagen, dass die Leute halt hier die anderen Mates doch ein bisschen sehr viel Schaden machen oder ich einfach zu wenig Gear habe, um vernünftig Damage anzubringen, könnte man natürlich jetzt auch argumentieren. Da ist auf jeden Fall der Heal-Parler. Den würde ich dann doch noch gerne mitnehmen. Auch sehr schön, dass mein Dude einfach abmountet. So, zap. So. So, wir versuchen auf jeden Fall mal hier in den Parler rein zu eskalieren. Aber irgendwie wird da halt permanent von dem komischen Hildruiden getoppt. Das geht mir doch dann schon tierisch auf den Sack. So, zap. Du kannst es halt wirklich keinem erzählen, dass da halt wirklich um ihre Mutters Ehre tryharden, Alter. Die tryharden schlimmer als sonst wer, ey. Ich schwöre es euch. Das ist echt nicht mehr feierlich. Ja, der einzige. Hier, er hat 280k geheilt mit so einem Schmutzequipment, Alter. Du kannst es doch keinem erzählen, Alter. Und auch der Heal-Parler ist gerade mal viermal gestorben. Du kannst es keinem erzählen. Es ist eine Shitshow, Jungs. Es ist eine Shitshow. Ja? Dafür ist hier gefühlt jeder andere tausendmal verreckt, ne? Aber hier der Heal-Parler, oh. Ich glaube, der ist jetzt gerade zum fünften Mal gestorben, oder? Ne, immer noch viermal. Ich verstehe es nicht. Fokus doch diese verfickten Heiler, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Weil er spammt halt einfach Holy Light durch, Alter. Holy Light, Holy Light, Holy Light, Mann. Du kannst es keinem erzählen, Mann. Es ist halt wirklich geskriptet, der Scheiß, Mann. Ich schwöre es. Es ist nicht mehr witzig. So, wir schauen einmal ganz kurz nochmal nach, ob wir hier irgendwas haben. Ich glaube, eisige Pfade habe ich irgendwie mal rausgeworfen gehabt. Ne, hier ist es ja. Das könnt ihr nicht tun. Das ist sehr interessant, dass wir das nicht tun können, dürfen, sollten, whatever. Dementsprechend schauen wir mal erstmal weiter. Ja gut. Im Großen und Ganzen natürlich. Schauen wir nach, dass wir hier auf jeden Fall wieder ein bisschen Damage anbringen. Ja, ich weiß, wir haben Gargoyle noch gar nicht gezogen in dem BG, weil du halt einfach oder weil ich halt einfach bisher noch keine vernünftige Option gesehen habe, wo ich den Gargoyle vernünftig hätte anbringen können. Vielleicht haben wir jetzt eine, wo wir sagen können, yo, ey, ich habe jetzt genug Energie. Ich weiß nicht mal, ob ich den Gargoyle überhaupt hier in der Leiste habe. Naja, habe ich natürlich nicht. Heißt, den müssen wir natürlich auch noch einmal reinziehen. Jetzt haben wir wieder das Problem. Wir sind permanent in Fight. Jetzt kommen wir endlich raus, wo die anderen Leute hier schon wieder aufmounten können. Und das ist halt wirklich eine Sache, die ich halt einfach nicht verstehen kann, möchte, will oder wie auch immer. Die ist entkommen. Können wir die irgendwie andotten? Die können wir andotten. Die können wir andotten, können wir dich darunter grippen, können wir leider nicht. Aber was wir machen können, ist einmal außen rumlaufen, dich einmal slowen und weitermachen. So, wir sind auf jeden Fall einmal klein. Ich würde gerne noch kleiner werden, beziehungsweise ein Skelett. Dankeschön. Da haben wir auf jeden Fall jetzt einmal einen Parler, der ist auf jeden Fall tot. Den können wir einmal rangrippen. Du bist auch tot. Sehr schön. Heißt, wir machen auf jeden Fall unsere Party hier weiter. 9 Minuten haben wir fleißig gedefft, könnte man sagen. Heißt, wir laufen auf jeden Fall frohfröhlich weiter. Kleiner Tipp, wenn ihr auch spielt. Ja, bei den Karren könnt ihr euch als Caster hier draufstellen und ihr könnt nicht getargetet werden. Also ihr könnt nicht ins Ziel genommen werden, wenn ihr das ins Ziel nehmt, habt ihr nur hier die Karre im Ziel und nicht
den Spieler. Heißt, ihr könnt als Carsten hier immer schön noch mit drauf Damage machen. Und das ist echt schon fein. Ja gut, dann schauen wir mal, dass wir auf jeden Fall hier mal reingucken. Vielleicht finden wir hier noch irgendwie ein, zwei Klappstühle, die Bock haben. Aber anscheinend nicht. Wir deffen auf jeden Fall, wir reiten schon mal durch. Und schauen mal, ob hier vielleicht noch oben irgendwas im Stealth steht, was hier irgendwie anti-tappen möchte oder nicht. Ah, zap. Aber anscheinend hat hier keiner Bock drauf. Wir watscheln auf jeden Fall mal. Laufen schon mal hier gegen. Ihr seht schon, da ist die Kugel, die wir gleich anklicken müssen. Dann haben wir das BG auch schon gewonnen. Ja. Ich würde dann auf jeden Fall sagen, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge, Wünsche oder ähnliches habt, lasst es mich gerne wissen. Dann sage ich auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Platz 4 in der Bonus-Ära. Ja, ungefähr Platz 10 in den Kills. Damage-technisch sind wir auch relativ gut to go dabei. Heal-technisch auch. Verwüstet, zerstört haben wir 2. Das sind die Stats. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank. Ich wünsche euch nur das Beste. Macht es gut und ciao, ciao.